Guten Morgen. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum das Video zu Watch Dogs 2 weg ist. Ich muss mich dafür entschuldigen, das ist mein Fehler. Ich habe gestern dann die Info bekommen, dass es super ruckelt. Ich habe es nicht selber gesehen. Als ich es gespielt habe, hat es nicht geruckelt. Ich habe dann das nochmal neu gemacht und habe es gelöscht. Die neue Version kommt dann. Natürlich ist das ein bisschen schwierig, weil ist dann ja nicht mehr spontan ist. Ich habe ja das alles schon gespielt und ich werde es aber nochmal spielen, damit ihr einen Einblick in Watch Dogs 2 bekommt. Es tut mir halt leid. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wenn ihr die anderen Videos anguckt, seht ihr, dass es nicht ruckelt. Ich weiß natürlich nicht, ob es daran liegt, dass, keine Ahnung, die Festplatte abgespackt hat. Das ist eine SSD, also kann eigentlich nichts passieren. Ich habe es wie immer mit OBS Studio aufgenommen. Mikro ist ja auch okay, Sound ist okay. Ich habe mich sehr gewundert. Also als ich es in Premiere geschnitten habe, habe ich mich sowieso schon von vornherein gewundert, dass es da geruckelt hat. Aber ich habe halt gedacht, okay, das liegt daran, dass ich nicht neu gerendert habe. Man kann ja immer zwischenrendern, wenn man einen Effekt hinzufügt. Anyway, was ich sagen wollte, das Video ist deswegen jetzt weg, damit eben ihr keine Kopfschmerzen kriegt. Und ich versuche morgen oder spätestens Freitag zu den anderen Sachen dazu, eine neue Version online zu stellen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hardwaremäßig das Problem sein könnte. Ich habe gestern Abend noch Silence aufgenommen, weil ich das immer noch spiele. Habt ihr das erste Let's Play zugesehen? Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, woran es liegt. Also es ist echt schwierig. Der Rechner hat gestern sowieso ganz schön gekeucht. Hat sich nichts geändert. Also ich habe jetzt nicht in irgendeiner Form noch was anderes gemacht. Ich habe vor 2 Wochen übertaktet. Das lief aber wunderbar. Ich habe auch die Temperaturen alle durchgecheckt und so weiter. Das ist also nicht das Problem. Da gab es keinerlei Probleme. Das ist ja auch für das Special für uns wichtig, wenn ich euch erkläre, wie ihr euren Rechner für Oculus Rift bzw. insgesamt für VR tauglich macht, auch wenn das Kompatibilitätstool der verschiedenen, also Steam VR Check oder Oculus Kompatibilitätstool, wenn die euch sagen, dass euer Rechner nicht gut genug ist. Ich werde euch erklären, wie es geht. Ich werde heute Abend ein paar Festplatten und Grafikkarten und so weiter Tests machen und dann werde ich Watch Dogs 2 nochmal aufnehmen. Tut mir wie gesagt sehr leid, deswegen ist das Video jetzt weg, weil ich euch das nicht antun will. Bringt natürlich meinen Zeitplan ein bisschen durcheinander, aber es ist okay. Ich werde jetzt erstmal zur Arbeit und dann werde ich neu aufnehmen. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und ich wollte nur, dass ihr wisst, es tut mir leid. Das nächste Mal kriegen wir es ordentlich hin. Bis dann erstmal.